Nächster Redner ist Harald Janach, Landwirtschaftssprecher der FPÖ. Staatssekretär, also lieber Abgeordneter Schultes, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass das österreichische Parlament ausschließlich die Interessen der heimischen Landwirtschaft vertritt und nicht nur die Interessen der europäischen oder gar der amerikanischen Landwirtschaft. Aber nur kurz zur Milch und Bitte dann wieder herausgehen, das geht bei dem Tagesordnungspunkt nicht, du hast der Redezeit gehabt, jetzt bin ich dran. Die FÖM hast du zitiert, die jetzt hängende Ringe in dieses TTIP-Abkommen brauchen, Milch nach Amerika zu exportieren. Die FÖM war die Organisation, die gemeinsam mit dem Bauernbund gesagt hat, wenn die Milchquote abgeschafft wird, haben wir kein Problem. Dann haben wir kein Problem. Wir bringen alles unter, unsere Produkte sind so gut. Jetzt haben wir den Scherben auf, wie man so schön sagt, im bäuerlichen Ausdruck. Und ihr geht jetzt her und sagt, wir werden unsere Milch nach Amerika exportieren. Hanebüchen ist das. Der Herr Landwirtschaftsminister Ruprecht, der ist nach Südkorea geflogen, er ist nach China geflogen. Milchoffensive, Fleischoffensive, Ergebnis null. Ausschließlich sehr, sehr viele Kosten. Dann muss man sagen, die Kritik, dass Russland und dass der Präsident Putin jetzt Palmöl importiert, um Milch zu ersetzen, auch das ist der Europäischen Union gemeinsam mit euch geschuldet, denn ihr habt die unsäglichen Russland-Sanktionen eingeführt, die wir kategorisch abgelehnt haben. Und noch ein Punkt, auch das muss ich noch kurz beantworten, zur geschützten geografischen Angabe. Man muss auch in Österreich ehrlich sein. Das erinnert mich ein bisschen an die Bundespräsidentenwahl, an die Schlampigkeit der Bezirkswahlbehörden im Bereich geschützte geografische Angabe. Du hast jetzt aufgerufen, alle mögen sich geschützte geografische Angabe auf die Produkte schreiben. Jetzt werde ich einmal sagen, was geschützte geografische Angabe bedeutet. Wir haben das Beispiel, das habe ich schon mehrfach gebracht, das Beispiel Tiroler Speck. Jeder kennt ein ausgezeichnetes Produkt, geschützte geografische Angabe. Der Konsument, der in das Geschäft geht und Tiroler Speck kauft, geschützte geografische Angabe steht drauf, der denkt, der Speck kommt aus Tirol. Der Speck kommt nicht aus Tirol. Tirol hat keine Schweineproduktion in einem Ausmaß, dass sie diese Produkte, die unter Tiroler Speck verkauft werden, vermarkten können. Wenn draufsteht geschützter geografischer Ursprung, dann haben wir das richtig. Aber geschützte geografische Angabe ist eine gesetzlich gedeckte Irreführung der Konsumenten. Denn das Fleisch, das die Firma Handel in Tirol als Tiroler Speck verkauft, das kommt aus Oberösterreich, das kommt aus Deutschland, das kommt aus Dänemark. Also hier muss man auch ehrlich sein. Und hier wollen wir eine Änderung, dass hier diese geschützte geografische Angabe im Interesse der Konsumenten abgeschafft wird und nur mehr geschützter geografischer Ursprung geführt wird. Denn dann ist das tatsächlich ehrlich. Noch kurz zur Anfragebeantwortung. Es ist natürlich so, Herr Staatssekretär, Sie sind ja nicht der Befragte aus dieser Anfragebeantwortung. Das war ja der Herr Wirtschaftsminister. Aber ehrlich gesagt wirft diese Anfragebeantwortung mehr Fragen auf, als sie Antworten bringt, unserer Ansicht nach. Wir haben hier zum Beispiel das Abkommen mit Kanada, bis zu einer vereinbarten Menge könnte die USA bestimmte Agrarprodukte zollfrei nach Europa exportieren. Um welche Menge handelt es sich hier? Gibt es hier schon einen konkreten Punkt, wo man sagen könnte, diese Menge will Amerika importieren? Und ich war auch im Leseraum, ich habe mir das angesehen, diese Dokumente, und das ist ja im Grunde ein Witz. Man kommt hin, es ist ein kleines Kämmerchen mit einem Computer, da kann man die englischen Dokumente lesen, nicht einmal in Deutsch übersetzt. Man darf nichts mitnehmen, man darf nichts kopieren, man darf nichts abschreiben. Und da soll man sich dann 20, 30 Seiten im Kopf merken. Sie haben hier keine Möglichkeit. Wir wünschen uns, dass alle Dokumente hier, und das ist eine wesentliche Sache, nicht nur für uns Freiheitliche, das sollte für ganz Österreich und für das ganze Parlament hier eine wesentliche Sache sein, dass diese Dokumente in einem ständigen Ausschuss diskutiert werden und mindestens die Abgeordneten davon informiert werden, was der momentane Verhandlungsstand ist. Denn momentan herrscht trotz Veröffentlichung auf irgendwelchen europäischen Seiten eine Intransparenz in der Verhandlung, und hier wünschen wir uns absolute Offenheit in der Verhandlung. Dann es ist ungebührlich für einen Präsidenten der österreichischen Landwirtschaftskammer, einfach nur ins Wort zu fallen. Jeder hat seine Redezeit, jeder kann hier herausgehen, und das gilt auch für dich, Herr Präsident Schulz. Und im Grunde zeigt das nur deine Nervosität in Bezug auf TTIP und CETA. Und ich sage auch zu CETA etwas, dieses Abkommen, und das war ein kapitaler Fehler von Jean-Claude Juncker, vom Kommissionspräsidenten, es anzukündigen, dass das schon durch ist. Und das
muss ich auch erwähnen, das ist dem Brexit geschuldet. Dem Brexit ist es geschuldet, und das war eigentlich das Positive an der englischen Abstimmung, wenn man das so sagen kann, dass jetzt das Freihandelsabkommen mit Kanada zurückgebracht wird in die nationalen Parlamente. Wäre die Abstimmung in England nicht so ausgegangen oder in Großbritannien, dann wäre CETA schon längst durch. Jetzt hat die Europäische Kommission, letzter Satz, jetzt hat die Europäische Kommission Angst bekommen vor der Bevölkerung. Und deswegen landet das hier in den Parlamenten. Und das verlangen wir auch von TTIP, wenn hier abgestimmt wird und ein Freihandelsabkommen abgeschlossen wird. Danke. Alle TTIP-Dokumente sollten in einem ständigen Ausschuss diskutiert werden, so Harald Janach, Landwirtschaftssprecher der FPÖ. Er wünscht sich absolute Offenheit in den Verhandlungen. Wolfgang